Jo, eine Woche ist wieder zu Ende. Dann würde ich sagen, man guckt halt immer, was wir wieder so angestellt haben. Ich habe auch so Fahraufnahme drin von Sonntag. Da bin ich mit der BMW unterwegs gewesen. Schön, chillig. Nur mal so zum chillig sein, was wir für schöne Kurven haben. Ja. Viel Spaß. Macht's gut. Wenn die zwei so daneben stehen, da ist schon ein Unterschied. 400 Kubik, Zweizylinder, 750 Kubik, Vierzylinder. Schon echt, ich glaube, auf der Kamera kommt das dann halt mal so gut. Kommt schon. Na gut, wollte ich nur mal so gezeigt haben. Alles Blödsinn. Die ist zu verkaufen, habt ihr schon mitgekriegt? Ja, was soll die kosten? Ja, darum geht's nicht. Guck mal, das ist doch ein Bild mit euch zwei. Die Maschine passt zu euch. Wir haben hier übrigens 250 Kubikzentimeter. PS, glaube ich, so um die 27. Da könnt ihr richtig mit flott unterwegs sein. Wäre das was für dich? Das wäre was, ja. Also, wer fährt sie denn? Ja, wahrscheinlich dann ich eher. Du, ja. Dir steht sie besser. Wieso denn? Du steht. Setz dich nochmal drauf, müssen wir von hinten fotografieren. Wir machen mal komplett Bild. Ich stelle mal Füße da dran. Ah. Ja, das ist doch ein Foto. Da kann man doch mit arbeiten. Ja, wie weiß. Wie kommst du jetzt ins Schwimmen oder was? Ja, das macht doch nichts. Der wird mir doch auch viel länger gesehen auf den Geraden bei Vollgas. Also ich. Ja, wie machen wir das jetzt? Wenn du noch einen Seitendeckel hast. Ja, ich hab ihn. Ja, klar habe ich den Seitendeckel. Du musst bieten. Bei uns läuft das anders als wie bei normalen Motorradhändlern. Gehascht hast du nicht, ne? Nicht. Da brauchst du gar nicht so zu kichern. Naja, komm, jetzt machen wir ein ernsthaftes Angebot. Guck mal hier, das ist top. Die Vergaser sind gemacht, der Tank ist versiegelt. Sie wird noch geputzt, ein Seitendeckel kommt auch noch dran. 750 Euro. Und was bietest du? Ja, ich finde es ein ganz guter Preis. Willst du nicht höher gehen? Ja, was denn jetzt? Er fährt's ja, er muss den Preis machen. Ja, aber du sitzt da hinten drauf. Guck mal hier, das ist so ein richtig schönes Brötchen. Und du hast richtig gut ausgesehen, wo der sich da drauf sitzt. Das ist schon gefährlich. Siehst du? Sag ich doch. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da kannst du mitfahren. Der kommt jetzt. Ach, der Ralf kommt. Der Ralf hat auch jetzt 1000 Kubikzentimeter Motorrad. Aber mir bleibt jetzt immer bei 250 Kubik. Ich finde, das Motorrad ist toll für euch. Und ich mache jetzt mal die Kamera aus, dann wird das hier mal ein bisschen hochgebotet, das Ding. Ne? Mit 750 Euro kommen wir da nicht hin. So, Punkt. Jasmin, das läuft alles, gell? Ja. Hast du auch heute schon Bommolunder getrunken? Hä? Das letzte Mal, was hast du da getrunken? Bommolunder? Ja. Heute macht es jedenfalls frei. Oh. Alter. Oh, eben ist es auch geplatzt. Ei. Guten Tag. Was? Trommelfell. Oh. Das habe ich live drauf. Ich habe es live drauf. So was habe ich nicht erlebt. Ich habe es drauf. Warum ist denn der geplatzt? Das weiß ich nicht. Scheiße. Boah, top. Also der. Gerade nochmal an. Die Auflösung, wieso es geplatzt ist, zwischen Felge und Reifen eingeklemmt gewesen. Da haben wir nicht aufgepasst. Ich habe nicht richtig geguckt. Eisgekühlter Bommolunder. Alle Schuld auf mich. Eisgekühlt. Scheiße. Aber wir haben ja also, noch einen Schlauch. Alle Schuld auf dich ist übertrieben. Wir standen da zu dritt. Egal. Aber du hast am lautsten gesungen. Ach so, jetzt meinst du jetzt hier. Ja, okay, das war jetzt doof. Ja. Wir fotografieren sie mal. Katastrophe. Ein Riesenloch. Genial. Direkt am Ventil, ey. Der neue das kommt doch an die Wand. An der Wand. Ja, der neue Schlauch. Der hängt mir nicht an die Wand. Das ist doch peinlich. Nee, hör auf, das ist peinlich. Nein, bitte nicht. Oh. An die Wand aufschämen. Den kannst du mit heimnehmen. Leg ihn dir unter das Bett. Meine. Oh. Hallo Leute. Wir haben Sonntag.
eins der letzten schönen Septemberwochen. Enden. Ich nehme euch jetzt mal mit meiner BMW, wo ich jetzt hier habe, ich habe gerade die 1100er. Ich nehme euch mal ein paar Kilometer mit. Schon ungefähr so 3-4 Kilometer. Ich will auch nicht rasen, nur mal, wie ihr seht, wie schön die Kurven hier so schwingen. Wahrscheinlich habe ich zu viele Windgeräusche drin. Ich werde es dann halt, sehe ich ja dann, ich werde es dann unterlegen mit Musik. Rock'n'Roll, ne, ist klar. Obwohl, ich mache kein Rock'n'Roll, ich fahre ganz vernünftig. Ich zeige euch auch hier nochmal am Schild, wo das ist. Da ist das. Das ist Hövenheid. Und wir nehmen hier die 1100er. Mit der werden wir das machen. Gut. Das starten wir mal aus. Hier ist auch schöne Natur. Natürlich wieder extreme Wege.
das Ding mal aus. Gut, mal sehen, ob wir jetzt hier noch irgendwo ein Plätzchen finden. Da haben wir erstmal eine kurze Pause. Jetzt sind wir wieder da. Haben wir mal so eine kleine Runde gedreht. Hier mit ihr BMW R1100S. Die haben wir mal umgebaut. Ich habe es ja schon mal angeboten. Auf dem Kanal, dass wir sie da verkaufen wollen. Also fährt sich wunderbar. Ich würde sie immer noch verkaufen wollen. Wenn sie halt keiner haben will, dann stelle ich sie halt bei mir in die Sammlung. Ihr seht, Heck umgebaut. Sitz, Fußrastesitz, die Höhe. Das ist kein Motorrad für große Menschen. Ich bin 1 Meter, ja, wie groß bin ich denn? So 1,75 Meter bin ich ungefähr. Also ich komme damit noch klar. Im Notfall muss man nochmal die Sitzbank höher machen. Wir haben die damals so gebaut, weil der war nicht so groß, der Mensch. Und da hat es ganz gut hingehauen. Gut, ich habe es auch schon mehrmals beschrieben. Falls einer wirklich Interesse hat, kann er sich ja bei mir melden. Ich würde mich vornherein trennen. Ich habe so viel. Ich weiß ja vorhin nicht. Es ist einfach zu viel. Okay. Bis dann. So, Michael, jetzt bist du drauf. Katastrophe. Du hast mir geholfen mit meiner Kawasaki Unitrak. Hast mir damals Teile gegeben. Und heute wolltest du einen Rest zurückholen, war wohl nichts, alles verbaut. Danke nochmal, dass du mir geholfen hast. Ja, dafür nicht. Doch. Aber du bist ja heute auch wieder mit einer Kawasaki unterwegs. Ja. Gehört da nicht normale Vollverkleidung drauf? Ja, eigentlich eine 1100er gewesen, eine Horizon. Ja. Aber mir gefällt die Halbschale irgendwie besser. Ja, ja, sieht ja gut aus. Ja. Ich sehe lieber den Motor mal. Naja, so schön ist der Kawasaki-Motor auch nicht. Ja, stimmt. Ist ja kein Luftgekühlter. Ja. Aber du fährst ja noch Yamahas, ne? RDs. Ja, ich habe noch ein paar RDs zu Hause stehen. Ja. Die fahre ich auch, aber nicht für so weite Strecken. Ich fahre jetzt fast knapp 300 Kilometer nochmal wieder nach Hause. Ja. Das ist mit der Kiste relativ entspannt dann. Ja, hast du einen schönen entspannten Lenker drauf. Ja. Rentnerstange, ne? Genau, aber wenn ich diese RD da kriege für 50 Euro, dann brauche ich auch ein paar Teile. Dann melde ich mich bei dir. Das kannst du gerne machen. Also wir bleiben in Kontakt. Auf jeden Fall. Dann fahr schön vernünftig. Auf gar keinen Fall. Das wollte ich jetzt hier eine Witz sagen. Aber hier, ich will dir eins sagen. Du bist jetzt hier in der Rhön. Ja. Ich sag das nur. Nur so ein Tipp. Ja, mach doch nichts. Nein, du hast Glück, du hast Glück, dass du mitten in der Woche da bist. Aber in der Rhön, wenn die Rhöner unterwegs sind, dann leg die Ohren an. Die überhole nicht nur auf einer Seite, die überhole rechts und links. Das mache ich auch. Cool. Ach, du machst das auch? Ich fahre normalerweise im Weserbergland, weißt du? Ja. Und ich fahre normalerweise Zweitakter. Bin also Kummer gewohnt. Okay. Genau. Also falls ich dich dann doch packe, dann nicht weinen. Wenn es umgekehrt ist, dann verweise ich an dich. Wenn es umgekehrt läuft, die sage mir dann schon Bescheid. Sag, was hast du da wieder für eine angeschleppt? Aber okay. Ich brauche den Aufkleber noch hier, Superbikebox, dann halten sie mich auch nicht an. Ja, ich übertreib's jetzt nicht mehr. Mach's gut. Tschüss. Ach so, hier, du kommst aus Hannover. Ja, ja, natürlich. Gefällt das hier bei uns in der Rhön? Ja, super.
So, jetzt sagst du auch noch, wie der heißt. Ich heiße Kai und wir haben uns vor 20 Jahren in Hamburg kennengelernt. Genau, beim Harley-Treffen. Ja, Harley. Auf das. Pauli! 100 Jahre war das, 100 Richtig. Jahre Harley-Davidson. Ja. Cool. So, und heute treffen wir uns, ist das so einfach ist das. Ja, und heute fahrt er hier die Hightech-Apparate. Ja, Tiger. Ja, wir alte Männer müssen irgendwie mehr Spielzeug haben. Ja gut, die Fahnenwesen ist noch schön. Ja, genau. So ist ja. Es. Ja. Ich will auch gar nicht viel rumlabern mit euch zwei. Ich will nämlich noch was schaffen. Ja, genau. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Ja, so, trinkst du noch ein Bierle? Ich trinke doch jetzt kein Bier, es ist mittags. Oh. Ich kann doch, mache ich abends, wenn ich mit den Nerven fertig bin. Da bin ich mir nicht so sicher bei dir, aber gut. Da kannst du dich drauf verlassen, dass ich das nicht mache. Höchstens einen Kaffee. Aber dann hört's auf. Ah. Aber der war jetzt auch alle, hast du mitgekriegt. Okay, also. Alles gut, Gute. Dann macht's gut. Jo. Bis dann, tschö. Ciao. Alpo, bist du? Die Würste sind fertig. Ja. Los, komm jetzt. Wasch mal schnell den Finger und dann komm ich. Jetzt kommt er. So. Alfred, wie sieht das aus? Das sieht mal richtig gut aus. Sieht gut aus, okay, ja. Dann lass es schmecken. Dirk, der Grillmeister. Ich hoffe, die sind gut. Dirk, es wurde ja Zeit, dass du wieder mal grillst, ne? Ja, ja. Schon lange her. Ja, und ne, sehr romantisch hier, wo wir jetzt sitzen auf unserer. Ja. Das ist die einzige Bank, wo hier noch funktioniert. Alles andere ist zusammengebrochen. Gut. Über die Jahre. Ja. Hier, Leute, nochmal eins. Sie läuft einwandfrei jetzt. Ich habe alles im Griff. Ich will sie verkaufen, habe ich schon mal erzählt. 250 Kubikzentimeter. Es gibt noch TÜVen, alles. Ich will haben. Da gibt es ja nichts mehr zu labern. Ich will haben 1000 Euro. Das ist ein Schnäppchen. Ich habe nämlich den Tank versiegelt und habe alles Mögliche gemacht. Ein Kilometer hat sie das drauf. Jetzt fragt mich nicht nach dem Baujahr, das habe ich jetzt auch nicht. Das ist ja auch scheißegal. Das ist alles top und rennt uns wie eine Große. Gut, aus. Die Würstchen waren gut, aber sonst Katastrophe. Das ist wieder so ein grausamer Tag. Katastrophe, sage ich euch. Gut, ich mache aus. Ich will dahin gar nicht weiterfilmen. Alles gut. Ne? Dann hätte ich gerne, dass dieser Loop, der hier original mit dem, ist, mit dem Höcker geht, ziemlich abschließt mit dem Höcker. Genau. Ne? Was war es dann noch gewesen? Vorne mit dem Schutzblech musste man gucken. Das habe ich vorher erstmal drauf gemacht. Vorne wolltest du das Alu drauf haben und das wolltest du eventuell. Wenn das passt, das wolltest du eventuell für ihn. Dass du hier hinten mit reinpassen kannst. Ja. Weil dann soll dann hier so ein bisschen. Nur so ein bisschen Schutzblech, wenn ist leider nicht mehr da. Wenn es geht, mache ich es rein. Wenn es scheiße aussieht, dann machen wir was anderes. Ja, ja. Ja. Mensch, Junge! Lass die Kamera weg! Nein, ich hab's da an. Die Savage. Ein Traum. Ja, ich fahre auch gleich mal mit. Dass du den Uwe Würde mal aus dem Stall geholt hast, ein Traum. Guck mal, Leute, wie die aussieht. Ein Wahnsinn. Ja, und die Hub geht auch. Wir machen mal aus. Morgens in Karlbach. Die Sonne kommt langsam. Und wenn ich mir die Wolken so beobachte, das gibt wieder einen schönen Tag. Die Vögel zwitschern schon. Ja, Leute, ich will euch nur sagen, hier lässt es sich leben. Natur pur morgens. Leute, das müsst ihr gucken. Die Geschichte Harley Davidson, 1000 PS. Und der Zongo ist der Moderator. Und der da hier, der ist von Harley. Der Mann ist gut. Ich will nur mal sehen, ob ich hier noch was anderes einblenden kann. Der Film geht über 2 Stunden übrigens. Das ist der Wahnsinn. Also die drei hier, die haben das jetzt begleitet. Das ist gut. Dirk, guck mal hier, was jetzt hier für ein Zeug hier rumsteht. Das hast du angenommen. Ich hab gar nicht. Du warst beim Friseur, wie du wieder aussiehst. Ja. Ich will solche Fahrzeuge hier nicht haben. Honda-Motor drin, 500 Kubikzentimeter und Luftfilter, die sind ja größer wie der ganze Motor. Hier, los, du die Schüssel mal anstellen, mal sehen, was los ist. Mann, oh Mann, was hast du da für Startnummer drauf? Das geht. Das ist Honda Power. Gut.
Gott. So, die Schlüssel kann auf die Rennstrecke. Dann geht's wieder los. Junge Leute, was ein geiles Gerät hier. Das sieht schon cool aus. Die fährt ein Mädchen, oder fährst du das? Ja, das fährt meine Schwester. Deine Schwester, die habe ich hier auch schon mal gesehen. Die muss ich demnächst unbedingt mal filmen. 14 Jahre alt. Genau, 14 Jahre alt. Die sieht aber aus wie 13. Ja, die ist gerade 14 geworden. Okay. Und auf jeden Fall, die Karts kann man ab 10 Jahren bei uns fahren. Ja. Im Verband. Ja. Auf der Strecke. Und man braucht nur einen Jugendlehrgang. Und ja. Dann geht's los. Mit Drossel auf 32 PS. Und der Motor hört sich an nach 70 PS. Nein, der ist gedrosselt. Okay. Der, da ist alles geil. So, wie es sein soll. Gut. Ja. Hier, ihr zwei, wo kommt ihr überhaupt her hier für die YouTube-Fans, damit ihr wisst, wo ihr herkommt? Da? Ja, sag's doch. Das große W? Ja. Für Wuppertal. Ich will immer sehen, dass ich keine Nummernschilder fotografiere. Okay, achso, alles klar. Nee, genau. Wir kommen beide aus Wuppertal. Ja. Und haben einfach mal gedacht, in der Rhön machen wir so ein paar Meter. Ja. Gucken uns die Straßen an, ob sie wirklich so gut angepriesen oder wie sie angepriesen werden auch sind. Und was hast du für einen Eindruck? Bis jetzt gut. Gut. Also wir sind ja gerade erst angekommen, ja? Ja, ja. Dann zähl mal zu, dass du da noch ein paar Meter hingerissen. Alles klar. Das ist deine hier, gell? Das ist meine, ja. Gut. Ja, der alte Harut hat gesagt drauf, das ist gut so. Du, du hast aber die Felge richtig schön poliert, da gibt's aber gar nichts, ne? Aber nicht mit der freien Hand. Nee, das ist dann viel Arbeit. Das ist Gleitschleifen. Ja, da drehst du durch. Aber wie die dann so schwarz war, habe ich mir die kopfmäßig ausgemalt und da habe ich gesagt, das passt gut dahin. Das passt gut, ja. Wie viele Kilometer hast du da drauf? Das ist ein Mischmasch aus zwei, ich schätze mal, irgendwo um die, der Motor hat um die 250. Mhm. Und der Rest Fahrwerk so um die 70, 80. Aber sehr geflecht, muss ich ehrlich sagen. Cool. Okay, sie ist neu lackiert, muss ich vor 30 Jahren, ist sie neu oder 20 Jahren neu lackiert worden. Na gut, aber klasse. Und der Kollege fährt TRX? Ja. Hier eine ganz kurze Unterbrechung, ist das Originallack? Bitte? Ist das der Originallack? Ja. Echt? Das sieht original aus. Die habe ich so nicht gekannt in dem Grün. Very dark blue. Du hast ja auch schon ein paar Kilometer drauf. Ich habe die Verkleidung nur nachmachen lassen. Mhm. Die ist vom Ferrer Rennsporttechnik. Ah ja. Aber ist sehr schöner Yamaha. Hier unser Pizzabäcker, ne? Ja. Der erzählt mir immer, er hat früher auch Motorrad gefahren in Marokko wie ein junge Wilde. Aber seitdem der hier ist, hat er nicht einmal auf dem Motorrad draufgesessen. Doch, einmal. Wie ist das? Einmal hast du dich draufgesessen auf einer. 750 gegeben. Hier, hör mal zu, einmal hat er draufgesessen auf einer Bosshaus. Weißt du noch, wo du bald mit umgefallen bist? Ja, weil es ein Klötenschüttler ist. Ich habe mal seitdem ja. Na gut. 750 Kubik. Ja. Also, das ist so ähnlich, das die Junge machen jetzt noch ein paar Tage hier in der Rhön rum. Ja. Ich habe auch und da wünsche ich euch viel Spaß da dabei. So, ich hoffe, dass euch das alles wieder ein bisschen Spaß gemacht hat, was wir da gezeigt haben. Ich lade den Film dann hoch. Im Hintergrund ist meine CBX. Und wie gesagt, am Samstag und Sonntag fahren wir nach Leutenberg zu der Motorradfahrerherberge, was früher mal ein Mädchenpensionat war. Da fahren wir mit ein paar Leuten hin und dann habe ich nächste Woche auch wieder was im Film. Bescheid, Leute, wie üblich, passt auf euch auf. Der Rest von der anderen Gang ist nicht da, ich bin der Letzte. Schönes Wochenende, tschüss.